Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Mighty Quest for Epic Loot. Mal wieder mit Dr. Schwanzbart und natürlich dem Flo. Guten Abend. Und dem Erik. Hallo. Hi. Tja. Ja, was ist denn heute so los? Ja, heute wollten wir wieder ein paar Replays zeigen und auch unbedingt mal ein bisschen revenchen. Genau. Wir wollten nämlich... Wir brauchen Gold, ne? Ja, wir brauchen Gold, um das Verfolgertentakel zu kriegen. Kleine Verfolgertentakel. Wir haben nämlich gefunden, wo man es kriegen kann. Genau, das kannst du ja kurz zeigen. Ja, genau. Und es ist leider ein bisschen zu teuer. Hier ist es. Ja. Und es kostet 7000 Gold, aber wir haben leider nur 3300. Dabei brauchen wir es so sehr. Ja, soll alles für uns einsammeln. Ja, genau. Und deswegen müssen wir halt jetzt ein bisschen looten. Genau. Schauen wir mal, was hier aktuell ansteht. Ja, hier hat unsere Verteidigung verloren. Den hatten wir aber schon mal. Genau. Hier hat unsere Verteidigung verloren, dann machen wir den doch, oder? Sir Rapper Gitter. Genau. Mhm. Mal schauen. Schauen, was er so gemacht hat. Schauen uns auch wieder in doppelter Geschwindigkeit einfach an. Ah, der hat auch wieder die coole Attacke. Und direkt zwei geile Items getroffen. Noch ein paar Feuerbälle hinterher. Zack, zack, oh oh. Meint ihr, der stirbt einmal irgendwann? Ja, ich weiß nicht, er muss halt irgendwann mal reingehen, weil wenn er jetzt... Nee, er stirbt nicht, sonst hätte unsere Verteidigung ja gewonnen. Ach so. Ja, okay. Das macht natürlich Sinn. Erholt er sich den auch? Passt, noch nicht. Jetzt hat er ihn. Aber es ist jetzt natürlich, wir haben ja jetzt mittlerweile die Burg schon wieder nochmal ausgebaut. Jetzt ist es noch schwerer am Anfang durchzukommen. Ja, das stimmt. Das haben wir noch vor der Folge eben gemacht, aber es muss ja auch spannend sein. Ach ja, die gute alte alles auf die Brücke holen. Ja. Die geht immer wieder. Ja, da macht er... Eieiei. Ist aber auch echt knapp immer bei ihm. Jetzt muss er echt aufpassen gerade. Kann auch keine Tränke mehr nehmen. Mhm. Aber hat er gut gemacht. Den Bogenschützen, den holt er sich jetzt schnell. Boah, ich will unbedingt dieses kleine TT haben. Das Ja, das ist looted. So cool, das Ding. Das Loot-TT. Vor allem, da muss man halt auch nicht immer in jede Ecke laufen. Das ist voll praktisch. Ja, spart auf jeden Fall ein paar Sekunden. Ja, auf jeden Fall. Ah. Oh, leider eine Sackgasse. Hm. Schade. Schade. Sonst hätte er vielleicht sogar die Zeit hingekriegt. Boah, wie ein... Boah, Dr. Rotzbart. Der ist richtig gut drauf gerade. Der ganze Boden, jetzt muss ja irgendeiner erstmal durchwischen in unserer Haupthalle. Ja. Wie es hier aussieht, ey. Und? Damit hat er es geschafft, so. Tja. Der Sir Rapper Gitter. Jetzt holen wir uns unser Gold wieder zurück. Ja, wir wollen es wieder haben. Wir wollen es wieder haben. So, Sir Rapper Gitter, aber bevor ich das mache, würde ich gerne noch ein paar Tränke kaufen. Fällt mir gerade ein. Und zwar hier. So ein paar Tränke können nie schaden. Oh Gott, die sind ja teuer. Mhm. Aber die scheinen noch was zu bringen, ne? Ja, aber wir brauchen die unbedingt, ja. Aber ich musste wieder Gold ausgeben dafür. Naja. Kriegen schon genug Gold zusammen für das TT bald. Ja, dann Revanche. Auf jeden Fall. Los geht's. Bin ich mal gespannt, was der Sir Rapper Gitter sich so ausgedacht hat. Allerdings. Ah, wieder ein Außenbereich. Ja, es sieht echt viel cooler aus, ein Außenbereich. Vor allen Dingen direkt am Anfang ist cool, ne? Wenn man reinkommt und direkt wieder rausgeht. Und bisher kein Gegner, das spricht wieder sehr für die gute alte Alles-kommt-zum-Schluss-Taktik. Mhm.
Und dafür da dann meistens sehr heftig. Erstmal die Minen kaputt machen, so. Mal gucken, was da auf dich wartet, Erich. Oh mein Gott. Los. Da geht's direkt los. Von allem was. Da ist wirklich von allem was. Also TTs, ja. Diese komischen Buckligen. Dann die Prankenhände im Kleinen. Ja, stimmt, so kleine Pranken. Ja. Versuch mal, so wenig Tränke wie möglich zu nehmen, gerade, damit wir echt mal ein bisschen Gold sparen. Ist echt mies, wie diese Pranken immer ja. Alle anderen schützen quasi. Das ist, ja, vielleicht das sollten ist wir da auch noch mal ein paar bei uns in den Eingangsbereich stellen. Die sind gar nicht so dumm. Ja, dann werden die TTs noch hartnäckiger. Vor allem auch die Beschwörer, oder? Ja. Ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Shield die denen geben, aber ein bisschen scheint es ja schon zu sein. Wir brauchen unbedingt das Tentakel. Es wäre jetzt auch schon wieder viel einfacher, wenn es hier die Schienen um dich rum alles wegbluten würde. Ja. Oh, was kommt denn hier alles? Alter. Oh Gott, da sind Bogenschützen auch dabei. Ja, Bogenschützen und eine Riesenpranke. Boah. Oh Gott, ich habe die Tränke gar nicht da unten hingesetzt. Also wir haben gar keine zur Verfügung jetzt. Nicht cool. Oh nein. Musst du es so schaffen. Muss ich so schaffen jetzt, ja. Sieht so aus. Oh, knapp den Bogenschützen entkommen. Wo ist denn der Beschwörer? Da. Ja. Jetzt hast du ihn, glaube ich. Ah, noch nicht ganz. Ah, der wird auch mit. Jetzt ist er down. Jawohl. Und er hat sogar was Schönes fallen lassen, scheinbar. Dr. Schädels perfekte Partiallappen. oder? Nee, ja. Nicht Partial. Irgendwas anderes stand da. War zu schnell wieder weg. Ja. Gucken wir gleich mal. Robo-Schildotron. Ja, Robo-Schildotron. Und Massimagie. So. Ist geil, dass sie immer Namen haben, alle. Die sind tot? Wo ist die letzte Mine schon Loot, wieder? Loot. Ja, egal, komm. Ich gehe jetzt durch. Wir haben ja die Zeit wenigstens geschlagen. Müsste auch 2 Sterne geben. Ja. Okay. Cool. Gab auch gut was an Gold. 647. Genau. Ja, und weiter geht's. Und eine schöne Burg war es auch. Ja, was haben wir denn noch da so? Da haben wir hier den Front Hunter, aber der ist Level 17, das können wir vergessen. Ja, wir können trotzdem mal zeigen, oder? Mich würde mal interessieren, wie, vielleicht sieht man dann schon mal so ein paar zukünftige Attacken und so, was man irgendwann mal haben wird. Ja, das könnte sein. Level 17 ist ja noch ein bisschen weg. Also der geht hier halt durch wie Butter halt. Naja, 216 ist natürlich echt, oh ja. Die altbekannte. Ja, okay. Ja. Versucht auch direkt nach vorne zu kommen. Aber von den Attacken ändert sich grundsätzlich gar nicht so viel. Ne? Nicht so viel, ne. Halt die ist halt neu hier, Donnerschlag. Und die ist alle auf einen Haufen ziehen. Ja. Ne, das könnten wir auch schon haben. Ah, okay. Ist ein bisschen schade, dass man immer nur 3 oder 4 Skills da einlegen kann. Ja, aber das reicht ja auch eigentlich. Das ist immer die Qual der Wahl, aber man kann das ja auch wechseln, oder? Na, er dreht auch als das Schloss. Erik, das kann man doch jederzeit, was oder? Was denn? Die Attacken einfach wechseln. Ja klar, immer ja, halt zwischen ja. den Schlössern. Was ja. er als Verfolger hat. Ja. Okay. Ja. Irgendwelche Seelen von Leuten, die er gedroppt hat, glaube ich. Glaube, das ist ich. Von einem Item, ja. Also ein Item macht das. Weil er hat davon keinen Skill. Ja. So, ja, hat das geschafft. Mit cool. 2 Sternen. Ich will auch endlich ja. was mit uns rumlaufen haben. Scroll doch mal ganz runter, auch die schon ein bisschen länger her sind. Da ist doch nochmal eine mit Revanche. Hier? Ja. ja, Level 14. Ja, Level 14. Ja, gucken wir uns den an auch, ne? Genau. Und dann machen wir die Revanche bei ihm. Wobei Level 14 natürlich sehr hart wird jetzt für uns. Naja, gleich. Wir sind ja 13, es geht gerade so, glaube ich. Ja. Bin ich gespannt, wie du die schlägst. Ja. Ich fand die immer ziemlich krass, die wir waren. You trace it? Alles klar. Ja, der Name ist kompliziert. Vital Hydrated, also sorry, wenn wir es falsch aussprechen. Boah, da hat er ganz knapp überlebt gerade, aber er schafft es ja noch. Also, nicht schlecht. Jetzt wird er natürlich totgetentakelt erstmal. Totgetakelt.
Aber die sind auch echt gemein, weil man steht ein bisschen von denen weg, aber sie geben einem trotzdem noch einen Schlag mit irgendwie. Ja. Aber er kratzt auch die ganze Zeit am Existenzrand. Ja. Das sieht man öfter, ne? Das ist so ein Gang auf Messers Schneide immer so. Ja, gegen die hier auf jeden Fall. Also. Es sind halt einfach so viele Gegner. Und man muss sich immer durch die durchkämpfen. Aber jetzt hat er, glaube ich, alle Beschwörer. Boah, das war wieder knapp. Ja, krass, er hat echt auch den Dr. Snot da hinten. Ja, der ist schon auf ihn. Der kommt jetzt bis zur Brücke. Also den Schnauzkönig, oder wie er auch immer heißt. Vielleicht. Den brauchen wir noch einen coolen Namen, ja. Der Schleimkönig ist es eher. Im Schleimkönigreich. Ja, hat er eigentlich jetzt schon alles geklärt, ne? Kommt gar nicht mehr so viel. Ja, genau. Nur noch 3 von diesen Dingern. Von diesen größeren. Ah, aber den macht er auch, den Schlenker. Auch kurz, genau. Den Schlenker meine ich, ja. Naja, unsere Zeit hat er ja trotzdem gehabt. Ja. Sucht jeden Winkel ab hier. Das ist jetzt ja easy peasy. Den noch. Und jetzt das noch. Und dann hat er den ersten Stern und nochmal 2. Ja, sehr gut. Lässt sich auch nochmal kurz feiern. Kurze Ehrenrunde gedreht. Und jetzt noch ein bisschen. Nee. Okay. Ja, dann gucken wir mal, wie wir uns an seinem Schloss schlagen. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Das stimmt, ja. Ich muss noch ganz kurz nochmal ins Inventar. Genau, die Tränke mal hier reinlegen. So, und das hier ist leider für den Schützen. Aber irgendwie scheint es heute ein bisschen laggy zu sein, oder? Ja, es kann, ist ja manchmal Open Beta. Ja, klar. Aber es war ein cooles Spiel, also läuft auch schon sehr gut. Revanche. Es klappt auch alles. Auch immer mit dem Replay und dem Revanche, das geht echt gut. Am genau. Anfang dachten wir erst kurz, es würde nicht so gut gehen, aber dann lief's. Oh, Erik. Die sind direkt Fallen. Richtig viele Fallen. Boah. Boah. Genau das meinten wir. Wie assi ist denn das? Das ist ja saukrass. Das sind ja Explosionsfallen davon. Du wirst einmal nach ganz vorne durch. Katapultiert, genau. Ja. Und dann in die Boom. Ganzen. Da gehen wir direkt raus. Boden rein, ey. Oh, Mann. Direkt bumm. Was ein Assi. Da konnte man ja gar nichts machen. Ja, aber sehr coole Idee. Ja, aber da muss man echt, glaube ich... Rechts oder links rausrushen irgendwie. Oder geht oder das gar nicht? Oder die Fallen so einzeln ganz langsam anstupsen so. Hier ist noch ein Level 16er, das ist auch viel zu hart. Hier, der war gut. Level 12 Dark Moon. Dark Morrowind. Willst du den erst Revenge ja. oder erst Replay? Erst mal zeigen, oder? Ja, zeigen wir es halt kurz. Checken, wie lange er gebraucht hat. Wie bitte? Krieger war er, ja. Ah, 3:11, okay. Das ist auch anscheinend ganz schön schnell. Also gegen Krieger allgemein scheint... Die ist ein bisschen eckig. Die, scheint unser Schloss nicht so gut gefeit zu sein. Oder diese Attacke, dieser Feuerhammer, der um ihn rumgeht. Der ist ein bisschen eckig, der Kreis. Ich weiß gar nicht, ob der die letzten Male komplett rund war. Glaube ich schon. Ja. Ja, und was willst du damit sagen? Ich weiß nicht, das sieht einfach nur mal anders aus. Ein anderer optischer Effekt. Ja, abziehen tut es ja scheinbar nicht. Obwohl es gut abgeht. Ja, Krieger gehen allgemein hier ganz gut ab anscheinend. Also. Mal gucken. Ja, gegen Krieger müssen wir noch ein gutes Mittel finden. Die kommen hier noch zu einfach durch. Und er hat auch wieder so ein kleines dabei. Sehr schön. Ein kleines Tentakel, ja. Den wir auch bald hoffentlich haben. Ja, bald haben wir den. Und da kommen gleich die nächsten. Ihn zerstört er einfach nur. Mit seinem Feuerkreisel. Die großen, die sind aber auch am besten einfach in Kombination mit anderen. Da müssen wir uns echt noch was überlegen.
Naja, klar, da gibt es auf jeden Fall eine idealere Taktik als die momentane, aber wir feilen ja immer dran. Und da war er durch. Ja. Tja, mal gucken. Mal gucken, was er. Wie er so seine Verteidigung hat. Aufgebaut hat. Jetzt renne ich wieder direkt in die erste Falle. Ja. Ich wusste ja sogar, dass das Fallen sind, aber dass die dann so übertrieben sind. Hier muss man echt sau vorsichtig sein. Die Leute sind mittlerweile echt schlau. Was hier die. Manche haben so coole Ideen schon gehabt jetzt. Ich meine, im Nachhinein auch die jetzt von eben war ja eigentlich schon ziemlich genial, ne? Ja. Du kommst auf so eine. Ja, klar, aber. So eine Wand und boom. Da kann man halt auch nicht viel gegen machen, außer wie gesagt, muss man halt die Fallen einzeln aktivieren. Das war wie so eine Rolltreppe ins Verderben. Ja. Einfach zack. Ja, das war schon eine ziemlich gute Idee auf jeden Fall. Achtung, oh, hier ist eine Mine. Genau. Ich will das CT haben. Bald, guck mal, wie viel haben wir jetzt? 4000, wie viel brauchen wir? 7? 7, genau. Hier sind ein paar Fallen, aber keine Schlimm. Auf dem Weg. Und mittendrin. Im Vergnügen. Mittendrin statt nur dabei. Ja, diese einen, die einen immer so reinziehen, die nerven auch ein bisschen unter Umständen. Ah, da sind noch so Heiler. Ja, links ist auch noch einer. Und ein Bogenschütze jetzt auch von hinten. Musst du aufpassen, der schießt schon. Ah, hab ich gesehen. Oh, 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 oh. Das war Kart wirklich so. Ein Messerschneide gerade. Da links ist noch der Beschwörer. Ach, der verlangsamt mich als. Hallo? Hallo? Ich will hier raus? Hallo? Es ist echt laggy heute. Es reagiert kaum. So. Nochmal ein bisschen was gezogen. Aber gerade sind ja auch gut Gegner da. Ah. Bisher läuft's aber noch gut. Ja, jetzt geht's ja, gerade. Ja, leider, die Zeit werde ich wohl nicht packen, wieder mal. Boah, aber die Verteidigung aufrechterhalten, die sind echt, die pranken. Die sind mies, ja, die scheinen die hier auch ganz gut Shield zu haben, oder? Ne? Ja. Und da ist, irgendwo ist noch eine. Ach da, da sind sie doch, die zwei. So, einer ist schon mal weg. Und links ist noch einer. Ja. Vorsicht, die großen drei machen gut Damage, wenn die auf dich einprügeln. So, weg. Der ist auch weg. Okay. Es lichtet sich auf jeden Fall schon wieder. Zack, ja, das zack. War's. So. Okay. Wieder ein bisschen was dazu gekommen. Jetzt brauchen wir noch so knapp 2000. Ja. Aber wir brauchen vor allem den jetzt mal endlich auch den zweiten Stern hier. Das nervt mich jetzt. Hier, zack. So. Da ist es. Das Loot. Das Loot. Okay. Haben wir es. Dann mal wieder raus hier. Boah, und man konnte richtig viel looten nochmal. Geil. Okay. Boah, 1377 Gold. Ja. Das hat sich mal gelohnt auf jeden Fall, das Schloss. Auf jeden Fall. Es fehlen nur noch zwei. Tja, gucken wir mal weiter. Ich würde sagen, eins machen wir noch. Ja, eins kriegen wir okay. noch hin, oder? Hier ist noch einer. Sehr gut. Level 12 auch. Wen haben wir hier? Herr mit dem guten Loot. Herr mit dem guten Loot. Ah, Your yeah. Despair. Guter Name. Das ist immer wie so ein Feuerwerk mit dem Sound. Ja. Der Fallregen. Ja, er benutzt auch den Falken. Mhm. Tja, die alte Werte wieder alle rennen, alles mit rausnehmen und im Kreis rennen Taktik. Ja, wir jetzt aber echt jetzt schon hat oft gesehen. Er, der rennt alles um die zwei rum, das wundert mich gerade ein bisschen. Okay, jetzt hat er sie endlich.
gucken, wie er jetzt hier mit umgeht. Also er pullt wirklich einen nach dem anderen so. Ganz, ganz behutsam. Ist ja auch keine verbotene Taktik. Nö, aber ist ein bisschen lame. Aber jetzt also er schafft ja auch die Zeit nicht. Jetzt ist es vorbei mit dem Pullen, weil jetzt sind die aktiviert hier alle. Ah, wir holen die Schwere. Den anderen. Und den nächsten. Die kann er aber, die macht das schnell fertig, die richtig Schwere. Richtig schnell, ja. Richtig, krass, richtig ey. Schnell. Ist der also effektiv Schaden macht gegen der echt besonders, gut. Ja. Verschwindet auch immer direkt hinter die Säulen von den Bogenschützen. Oh, da wurde einmal kurz getroffen. Stimmt, ja, wir könnten mal noch ein anderes Layout nehmen hier für den Raum. Vielleicht. Mit weniger Säulen, ja. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ist ja auch relativ günstig. Ich glaube, es kostet immer nur 100 Gold oder so, ja, genau. Das zu wechseln. Ich glaube sogar von diesem Lebenszeug, oder? Oder das sogar nur, kann auch sein. Also neue Räume komplett zu bauen kostet 100 Gold, das weiß ich noch. Tja, ihr Display. Ja, okay, dann macht er wieder. Der letzte Raum. Und schön schmiegsam um die Säulen rum. Also leicht defensive Taktik. Ja, ziemlich auf jeden Fall. Der hat ganz schön die Hosen voll. Your Despair. Also nichts gegen dich natürlich, falls du gerade zuguckst. wir revengen gleich und dann. Ja, gucken wir mal, wie gucken wir uns wir schlagen. Mal, wie wir uns ja, schlagen genau. Überhaupt. Ich finde, er hat wieder so eine überassige Fallen-Action am Start direkt Action, am Anfang. Ja. Aber dass es überhaupt sowas gibt, das wusste ich gar nicht. Das ist, war das erste Mal, dass ich diese Explosionsfallen gesehen habe. Und halt so viele auf einem Haufen waren es ja wirklich. Ja, ja. Da muss man ja sofort down gehen. Ja, da hatte man, ich hatte keine Chance, da rauszukommen. So, so, hier ist er doch. Aber ich muss mal wieder kurz nach der Ausrüstung gucken. 4 Tränke haben wir noch. Weil wir müssen ja auch leer sein hier. Dass wir so viel wie möglich mitlooten können. Aha. Hm. Der Dr. Schwanzbart. Können wir die verkaufen, das Amulett? Ja. Das ist mittlerweile ganz türkis, ne? Das fällt mir jetzt ja. Dann habe ich einen neuen Magierstab gefunden auch. Und die Handschuhe haben wir auch. Aber der ist nicht wirklich besser als unsere. Brauchen wir nicht. Das Zepter auch nicht. So. Ja. Alles klar. Dann mal los. Revanche. Yo, Despair, du bist dran. Mal jetzt gucken. Bin ich gespannt, wie lange wir uns da halten können. Oh Gott. Ultra-Tentakel-Action. Es kommt uns doch bekannt vor, dieses Intro hier. Guck mal, alles Tentakel und dahinter alles voll mit den anderen. Ja, das kommt uns sehr bekannt vor. Your Despair, hast du dich etwa inspirieren lassen? Von ultra vielen TTs einfach. So ein Schwertkämpfer noch vorne drin. Aber das waren ja schon ziemlich viele Gegner auf jeden Fall am Anfang. Da sind ja noch Bogenschützen auch. Jetzt die Beschwörer. Guck mal, deine normale Attacke richtet fast nichts gegen die aus, nämlich die sind ziemlich stark. Ja, unser Stab ist einfach auch schon schwach mittlerweile. Ja, okay, muss man und der Bogenschütze eben, der hat die ja mit 2 Treffern komplett platt gekriegt. Ja, oh. Oh, auch die Beschwörer. Boah. Okay, der scheint tot zu sein. Aber zieh dir mal noch. Leben, zieh dir, ja genau. Sehr gut. Da ist er. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da. Oh, du stehst genau in der Flamme da vorne. Jetzt habe ich ihn. Ist er down.
So, nice. Okay, jetzt kann ich mich auf den hier konzentrieren. Ist Nottingham. Und hinten irrt noch so eine fette Riesenpranke irgendwie verwirrt durch die Gegend. Flieht da irgendwie gerade. Der Defendotron, oder wie er heißt. Weiß ich gar nicht, was mit dem los ist. Der steht da einfach nur so rum und wartet. Ist der... Warum bin ich tot? Fast. Wegen, ja, du standst da in der Flamme oh wieder Gott. Drin. Ach so. Das ging ganz schön schnell plötzlich. Trank? Kann keinen mehr nehmen. Oh oh. Das wird eng. Weil der Robo-Schildotron kommt ja auch noch. Oh Gott. Oh nein. Stimmt, und das ist auch so ein großer, ne? Oh, Achtung, und, ja. die, und nicht in die Flammen, die kommen gleich wieder. Robo-Schildotron, ja, wirklich. Boah, ey. Boah. Hast du dir wieder ein bisschen was gezogen, das war ganz gut. Jawohl. Jawohl. So, es darf nur nichts, kein größeres Unglück mehr kommen. Ja. Aber eigentlich dürfte auch nicht noch so viel mehr haben. Es war jetzt schon ordentlich am Eingang vor allen Dingen. Ja, denke ich auch. Was ist jetzt denn? Ist jetzt hier wahrscheinlich der Verarschegang. Ja, sieht ganz danach aus. Aber es könnte auch sein, dass hier irgendwo noch Minen stehen. Oh ja. Ja. Zeit werden wir wieder, obwohl, naja, eine Minute haben wir noch knapp, ja. Aber es wird knapp. Wenn jetzt nicht noch irgendwas ganz krasses kommt, schaffst du es. Aber echt ganz hinten im allerletzten Winkel. Ja, die ist echt richtig mies auch, wie man viel muss Zeit ja auch das verschwendet. Diesen ganzen Weg gehen. Aber du könntest es schaffen, es kommt jetzt ganz drauf an, was am letzten Tor noch so wartet. Ich muss echt nur noch rennen jetzt im Prinzip, ne? Was, sind jetzt noch 40 Sekunden knapp? Also ich glaube nicht, dass er noch überhaupt irgendwas übrig hat, ehrlich gesagt. Es waren auch am Anfang schon ziemlich viele Gegner. Ja, ja, genau. Komm schon. Sieht doch nach der Haupthalle aus hier. Ja, ja, das ist so. Oh, das sieht verdammt gut aus. Das packen wir ja. Ich glaube, das ist kein Ding. Endlich mal wieder was mit 3 Sternen abgeschlossen. Yeah. Jawoll. Jawoll, lassen wir uns auch kurz feiern. Yeah. Dr. Schwanzbart. So. Insgesamt auch 1097. Oh, da haben wir jetzt sogar 7000 Gold, glaube ich. Guck mal. Meinst du, wir haben es schon? Nee. Ganz knapp. Nee, ganz knapp. Aber guck, vielleicht, wenn du bei uns, kannst du wieder was einsammeln? Vielleicht reicht's, ja. Ja, können wir mal gucken. Oh, das wäre jetzt wirklich der Hammer, wenn wir das jetzt noch das Mini-TT kriegen würden. Ja. Das wäre so geil. Das wäre echt saugeil. Aber leider auch nicht genug. Nur 100 bei dem und auch nur 100 bei dem. So knapp. Und sonst gibt's noch nichts. Ja. Ah ja, komm, dann looten wir jetzt schnell noch ein Schloss irgendwo. Ja, okay. Nimm aber einfach mal wir hier, zeigen keinen Replay mehr. Jetzt. Nee, nimm jetzt hier random jetzt mal irgendeins, genau. 14? Oh, 14 ist ein bisschen krass vielleicht. 12, hier. 12, 11. Ja, komm, nehmen wir wieder nochmal einen 12er. Wir brauchen unbedingt diesen neuen Stab. Dann gehen wir auch auf größere Schlösser wieder. So, wen zeigen wir hier? Jasmin 72. 72. Hoffentlich können wir hier noch die 200 Gold mitnehmen, dass wir uns danach unser Mini-TT kaufen können. Ja, auf jeden Fall. Boah, da prügeln sie direkt auf mich ein. Noch wieder eine Feuerfalle irgendwo, oder? Bitte? Ah, nee, doch nicht. Hallo? Ah, jetzt. Nee, alles gut, okay. Hast du wieder geleckt gerade bei dir? Ja, ja. Das ist echt ein bisschen komisch heute, also... Aber es geht schon, irgendwie. Jasmin steht so ein bisschen hier auf die... Unten links ist noch ein Beschwörer. Ja, hier auch. Hier sind noch 2. Ah ja, da sehe ich es auch gerade. Aber guck mal, bei denen, die sind nicht so hoch ja. im Level. Die sind relativ schnell weggesnackt. Ja, guck mal, da hinten warten oh, schon ja, wieder da die nächsten. Das sind auch die Zyklopen. Nochmal in groß. Na? Der Dr. Schwanzbart, da Dr. kennt er nichts. Da kommt hier, der Riesenzyklopen. Prügelpiet 1. Prügelpiet. Die fallen aber gut hier. Das ist echt ein guter Name. So, da ist noch einer von denen. Boah. Was? Kriegst direkt in his face. In his face?
den Inferno-Strahl. Ist da hinten noch so ein Huhn? Oh, und noch ein Schleimer. Es wird knapp mit der Zeit. Oh, ja. Ich glaube nicht. Ja, 30 Sekunden ab. Oh, ja, doch. Das geht wohl doch. Ja, okay, die waren beide schnell gelegt. Das werden wir schaffen. Und absolut. Yeah. Und man kann sogar looten bei ihr. Sehr schön. Das hat's doch gelohnt. Ja. Ja, danke, Jasmin. 725. Danke damit für dein Gold. Danke für dein Gold. Jetzt können wir uns unseren großen Wunsch erfüllen. Ja. Oh ja. Und endlich ein Mini-TT holen. Yeah. Da ist es. Da ist es. Sag David. Jawohl. Ganz oben. Ja, oder? Nee, da haben wir es. Cool. Yeah. Jetzt gehört es einfach zu uns. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Dann sehen wir auch mal, wie es mit uns rumrennt. Guck mal, da steht es jetzt auch schon auf dem Turm. Ja, stimmt. Geil. Wie lustig es ist. Richtig gut. Ja, ich glaube, soweit für heute. Ja, da haben wir doch haben wir das erledigt. Genau. Unser Ziel auf jeden Fall erreicht. Mini-TT war das Ziel für heute. Das haben wir jetzt auf jeden Fall. Mission accomplished. Und ja, greift uns bitte einfach gerne weiter an, dann zeigen wir weiter die Replays und so. Ihr kennt ja jetzt das Prozedere und dann sind wir mal gespannt, was für Schlösser wir hier noch finden von euch, was ihr euch so ausdenkt. Allerdings, da gibt es noch Spannendes zu entdecken, denke ich. Okay, ja, dann macht's mal gut, Leute. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.